Wenn Sie bisher immer oder zumindest häufig bei unserer Teleski-Sendung dabei waren und auch mitgemacht haben, dann müssten Sie inzwischen merken, wie Ihre Kondition, Ihre Ausdauer und Beweglichkeit von Mal zu Mal besser werden. Den besten Vergleich haben Sie natürlich bei Übungen und Tests, die Sie schon kennen. Und wir werden nicht zuletzt deshalb ab heute gelegentlich Wiederholungen bringen. Natürlich auch die entsprechenden Filme nochmal zeigen und Sie haben dann den besten Vergleich. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an den Skimambo. Das ist er also, der Skimambo. Oberkörper und Beine drehen rhythmisch gegeneinander. Eine beliebte Trainingsform, um das Zusammenspiel der Bein- und Oberkörperbewegung sowie das Gefühl fürs Kanten zu verbessern. Das Drehen der Ski wird durch eine extreme Gegenbewegung der Beine und Hüfte zum Oberkörper ermöglicht. In der Skigymnastik hüpfen wir rhythmisch am Ort und versuchen auch diese Gegenbewegung. Fußspitzen und Knie nach der einen Seite, Arme und Schultergürtel nach der anderen. Und die Fersen kräftig nach außen drehen. Ganz locker bleiben dabei, so ist schön. So, und jetzt steigern wir die Schwierigkeit, indem wir ganz langsam tiefer gehen bei diesem Mambo. Runter in die Hocke, aber Vorsicht, wer Probleme oder Beschwerden in den Knien hat. Und wieder langsam hochgehen. Und nochmal langsam tiefer. Und danke. Auch in unserem Langlauftipp kommen wir heute auf eine Technik zurück, die wir Ihnen schon einmal vorgestellt haben. Den Doppelstockschub ohne Zwischenschritt. Die anschließende Übung bleibt die gleiche, im Film aber sehen Sie diesmal andere Aufnahmen und andere Stars. Der Doppelstockschub erlebt ja in den letzten Jahren im Wettkampf eine enorme Entwicklung, bedingt nicht zuletzt durch die immer bessere Gleitgeschwindigkeit der Ski. Wenn die Spur eben und schnell ist oder leicht abfällt, dann ist der Doppelstockschub ohne Zwischenschritt die ideale Technik. Weltklasseläufer Jochen Behle demonstriert die einzelnen Phasen. Stockeinsatz, je nach Gleitgeschwindigkeit zwischen Skispitzen und Bindung. Zug mit kräftiger Rumpfbeuge. Und dann Schub bis zur endgültigen Streckung der Arme. Nach dem Schub wird der Körper aufgerichtet und die Arme und Stöcke werden nach vorne geschwungen. Hier Zielspurt von Maria-Lisa Hämmeleinen links gegen Sharon Firth. Der Norweger Ove Aunli, Bronzemedaillengewinner in Lake Placid. Und Billy Koch, der als Doppelstock-Spezialist unter den Langlaufstars gilt. Unsere Doppelstock-Imitation in der Skigymnastik kennen Sie längst. Kräftiges Rumpf und Arme schwingen mit Beugen und Strecken. Bitte gleich alle mitmachen. Beim Strecken einatmen und beim Beugen ausatmen. Und wirklich in die Kniebeuge gehen. Fersen bleiben am Boden. Sehr schön. Susi Riermeier und Juha Mieto natürlich im Element.
Und genügt uns, danke. Den einen geht's beim Skifahren zu langsam, die wollen dann das Tempo steigern mit Hilfe der Doppelstocktechnik. Den anderen geht's zu schnell, die wollen bremsen, womit wir beim Flugfahren wären. Was nämlich passiert, wenn man nicht pflügen, nicht bremsen kann, das zeigt unser kleiner Ausschnitt aus dem Weißen Rausch. Und so sieht der altbekannte Flug heute aus. Im Prinzip hat sich also nicht viel geändert. Nicht nur das Öffnen zum Flug, sondern auch das Beweglichbleiben in der Flugstellung bereitet auf das spätere Schwingen vor. Dabei bekommt schon der Anfänger ein gutes Gefühl für den richtig dosierten Kanteneinsatz. Auch im Flug keine starre, fixierte Haltung, sondern rhythmische Bewegung. Im Trockentraining lockeres Pflugspringen. In der Grätstellung Zehen nach innen, Fersen nach außen. Locker bleiben und jeden Sprung ganz weich abfedern. In der Grätsche die Zehen nach innen nicht vergessen. Und jeden Sprung weich abfedern. Ja, das geht ganz schön in die Beine. Und das genügt uns. Soweit unser heutiger Beitrag zum Bremsen beim Skifahren. Und wenn der Pflug einmal als Bremse nicht mehr funktioniert, dann empfehlen Lehrbücher sogar den sogenannten Notsturz. Das heißt, bevor Ihnen oder einem anderen Skiläufer was passiert, sollten Sie sich freiwillig fallen lassen. Und damit wären wir schon beim Thema unseres heutigen Kinderskitipps mit Toni Seiler. Ja, sehr schön. Ja, beim Skifahren, da stürzt man natürlich hin und wieder. Da haut's uns einmal hin. Und auf den muss ja jeder. Und auch das müssen wir lernen. Und zwar müssen wir da, wenn wir schon so da liegen, müssen wir die Ski zuerst einmal schauen, dass wir sie parallel kriegen, unter uns am Hang. Ja, und dann stützen wir uns mit den Händen so ab. Jetzt probiert es einmal. Legt sich einmal alle nieder. Alle mal nieder. Die Ski schön parallel. Ja, toll. Jetzt die Ski schön parallel. Gebt sie schön parallel. Und dann stützen wir uns so ab. Ja, so. Und stehen so auf. Ja, so. Und hoch jetzt. Sehr gut. Ja, stützt ihn ab. Stützt ihn ab. Ja, sehr gut. Stimmt eh schon wieder alle. Überhaupt kein Problem. Dann setzen wir uns noch mal nieder. Wir üben die Beweglichkeit und die Geschicklichkeit, die wir beim Fallen und Aufstehen brauchen, mit dem sogenannten Schneefloh. Und der sieht so aus. Aus dem Schneidersitz zurückrollen und wieder vor. Wenn möglich mit so viel Schwung vorrollen, dass wir sogar ohne Unterstützung der Arme auf die Beine kommen. Und wieder zurückrollen. Sehr schön, ja.
Und das genügt. Tja, das habt ihr jetzt wunderbar gemacht. Jetzt legen wir uns noch einmal hin und üben es wieder. Oh, da liegen wir. Und jetzt die Ski wieder. Schön unten parallel hin. Ja, und mit den Händen stützen wir uns ab und stehen auf. Parallel die Ski. Die zweite Geschicklichkeitsübung zu diesem Thema: aus dem Kniestand seitlich absitzen und mit Schwung wieder hoch in den Kniestand. Einmal nach links, einmal nach rechts. Wenn es geht, das Ganze ohne Unterstützung der Arme. Ja, so geschickt müsste man sein. Und jetzt dürft ihr euch hinsetzen. Natürlich sollen auch heute die fortgeschrittenen und ambitionierten Skifahrer unter Ihnen nicht zu kurz kommen. Es geht wieder mal um das Thema Bruchharsch oder zumindest windgepresster Tiefschnee. Skifahren bei ausgesprochen schwierigen Schneeverhältnissen verlangt nicht nur mehr Kondition, sondern auch eine spezielle psychische Einstellung. Je schlechter die Schneeverhältnisse, desto aggressiver die Fahrweise. Der erste Hang schaut ja noch ganz gut aus, die Spuren zeigen das. Aber im zweiten wird's auch für Könner spannend. Bei solchen Verhältnissen gilt die Devise: kontrollierte Fahrweise trotz höchster körperlicher Aktivität und Spannung. Und immer nahe der Falllinie bleiben. Wie immer im Schlechtschnee, Oberkörper ruhig, aber gespannt. Deutliches, forciertes Anhocken und Strecken der Beine zum Andrehen und Steuern des Schwunges. Dann fliegen die Schollen und nicht der Fahrer. Dass man bei so schwierigen Schneeverhältnissen eine besonders gute Kondition und sehr viel Kraft in den Beinen haben muss, braucht man wohl gar nicht zu erwähnen. Also auf geht's zum Konditionstraining in der Disco-Ecke.
Nach dem Konditionstraining gibt's immer eine kleine Erholungspause. Und da freuen sich vor allem die Kinder, weil sie wissen, dass jetzt gleich wieder die Pistenteufel in Aktion treten. In der FIS-Regel 7 geht es um das richtige Verhalten beim Aufsteigen. Es kann ja schon mal vorkommen, dass man auf der Piste ein Stück aufsteigen muss. Sei es, dass man einen Ski verliert oder um einem anderen Skifahrer zu helfen. Benutzen Sie in so einem Fall unbedingt den Rand der Abfahrtsstrecke, um niemanden unnötig zu gefährden. Was Pistenteufel von dieser Vorschrift halten, können Sie sich denken. Hunde haben übrigens auf der Skipiste nichts zu suchen. So, die Erholungspause mit den beiden Pistenteufeln ist vorbei. In den nächsten beiden Filmen zeigen wir das gleichzeitige beidbeinige Skidrehen, also den Parallelschwung, und das Nacheinanderdrehen mit Belastungswechsel, das Umsteigeschwingen. Bleiben wir zuerst beim Umsteigen. Seitlich versetzte Torstangen zwingen geradezu zum Umsteigen. Man sieht deutlich, wie die Läufer mit einem Schritt die Richtung wechseln. Im Rennsport auf harter, eisiger Piste und bei hohem Tempo muss man den Außenski besonders exakt auf der Kante führen, um wegzusteigen und nicht wegzurutschen. Hier umsteigen aus der bewussten Scherstellung, vom Skilehrer mit deutlicher Hochbewegung demonstriert. Und hier das Umsteigen in der fertigen Form, ein erstrebenswertes Ziel für jeden sportlichen, dynamischen Skifahrer. Die beliebteste Form im Trockentraining, Umsteigespringen. Fahren Sie gleich mit. Umsteigespringen von einem Bein auf das andere, seitwärts mit deutlichem Abstoß und ganz weichem Landen. Ganz locker bleiben und an das weiche Landen denken. Vom Umsteigen und vom Umsteigespringen nun zum beidbeinigen gleichzeitigen Skidrehen, zum Parallelschwung. Wenn man auf einer Piste Platz hat, muss man ja nicht immer so kurz schwingen, sondern man sollte sich ruhig mal hin und wieder das Vergnügen von weiten Schwüngen leisten. Gute Skifahrer, das wissen Sie, variieren dem Gelände angepasst ihren Schwungradius. Am runden und schön gezogenen Schwingen erkennt man den Meister. Die richtige Dosierung sowohl der Vertikal- als auch der Drehbewegungen ist bei langen Schwungradien sogar noch schwieriger als bei kurzen.
Und mit der geschlossenen, ganz schmalen Skiführung nur nicht übertreiben. Synchronfahren schult hier besonders die Anpassung an die Bewegung des Partners. Dem Ungeübten helfen ausgeprägtere Vertikalbewegungen bei der Schwungauslösung und Schwungsteuerung, auch bei langsamerem Fahrtempo. Ja, und diese Art von Hochschwung imitieren wir in der Skigymnastik durch Beugen und Strecken mit gleichzeitigem Beinedrehen nach links und rechts. Die Fersen beim Tiefgehen kräftig zur Seite schieben. Und danke, das genügt. Ganz locker die Beine ausschütteln. Ich habe gehört, dass es gar nicht wenige Zuschauer bei unserer Sendung gibt, die sich nur beim Abfahrtsrenntest aus ihrem Sessel locken lassen, weil man da wirklich prüfen kann, wie es mit der Kondition aussieht. Auch für die wäre es natürlich vernünftiger, sie würden gleich von Anfang an mitmachen. Heute testen wir nochmal die Planai in Schladming, die Weltmeisterschaftsstrecke von 1982. Testpiloten sind wie immer Irene Epple, Franz Klammer und Harti Weirater, und die zeigen Ihnen nochmal, wie die Eiformhocke aussieht, in der wir jetzt dann diesen Test durchhalten sollen. So, und Sie sehen diesmal eine besonders interessante Kameramitfahrt, weil Werner Grissmann am Tag vor dem Weltmeisterschaftsrennen im Training mit der Kamera hinter Sepp Walcher hergefahren ist. Der Rennläufer, den Sie also jetzt dann während unseres Films auf der Rennstrecke vor sich sehen, ist Sepp Walcher, der Weltmeister von 1978. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer es für den Werner war, dem Sepp mit der Kamera auf den Fersen zu bleiben. So, alles fertig jetzt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Die Uhr läuft wieder mit. Wir verfolgen Sepp Walcher auf seiner Hausstrecke in Schladming. Tief unten in der Eiformhocke wippen. Harti Weirater war bei seinem Siegeslauf übrigens genau 1 Minute 55,10 Sekunden unterwegs. Werner Grissmann mit der Kamera 2 Minuten und 15 Sekunden. Wir sind nun 30 Sekunden unterwegs. Quellboden haben wir hinter uns. Es geht Richtung Mittelstation. Die erste Minute ist geschafft am Kesslersprung. Kesslerschuss und Kesslerboden. Geschwindigkeit gut 120 km pro Stunde im Rennen. Tief unten bleiben. Straßensprung. Und bereits 1 Minute und 30 Sekunden geschafft.
Bannwald-Einfahrt. Noch 30 Sekunden bis zum Ziel. Und tief unten bleiben. Bis ins Ziel tief unten bleiben. Bannwald-Ausfahrt. Noch 15 Sekunden. Querung zum Zielschuss. Das Ziel in Sicht. Noch 5, 3, 2, 1 und Ziel. Ja, prima. Bitte aufstehen und die Beine locker ausschütteln. Ja, da kommen auch unsere Stars im Studio ganz schön ins Schwitzen bei diesem Abfahrtsrenntest. So, das war also unser heutiger Renntest mit Sepp Walcher und Werner Grissmann auf der Strecke und Irene Epple, Franz Klammer und Hati Weirater im Studio. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht, dabei zu sein, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.